Was halte ich von der Verwendung eines Kopfstandhockers, wenn man schon mal einen Bandscheibenvorfall im Bereich der Halswirbelsäule hatte? Das hat mich eine Leserin gefragt und ich möchte in diesem Beitrag kurz und knapp darauf eingehen. Ich erhielt folgende Frage. Ich würde gerne wissen, was du von einem Kopfstandhocker hältst in Bezug auf die Belastung und Verletzlichkeit der Halswirbelsäule. Ich hatte schon einen Bandscheibenvorfall und würde gerne wissen, ob ein Kopfstand mit dem Hocker ungefährlich wäre oder ob die Belastung dennoch zu hoch und es nicht empfehlenswert ist. Meine ganz kurze und knappe Antwort ist, dass ich den Kopfstandhocker generell für absolut unbedenklich halte, auch wenn man einen Bandscheibenvorfall im Bereich der Halswirbelsäule hatte, wenn dieser nicht akut ist, komplett unbedenklich, meiner Meinung nach. Mit ein, zwei kleinen Einschränkungen. Und auf die möchte ich jetzt eingehen. Bei einem Kopfstand, mit einem Kopfstandhocker erfährt die Halswirbelsäule eigentlich sehr, sehr wenig Belastung. Der Kopf hängt frei und die Halswirbelsäule kommt somit auf Traktion, also auf Zug. Und das ist etwas, was die Halswirbelsäule erstmal entlastet. Ja, also es ist eigentlich keine Belastung für die Halswirbelsäule. Die Herausforderung im klassischen Kopfstand, egal ob man den jetzt frei ausführt oder gegen die Wand, ist, dass man die nötige Kraft und die nötige Muskelkontrolle im Bereich der Schultern, im Bereich des Nackens und im Bereich der Halswirbelsäule besitzt, also die muskuläre Kraft und die muskuläre Kontrolle, um die Halswirbelsäule zu stabilisieren und dass man wirklich nur ganz minimal Gewicht auf dem Kopf hat und das meiste Gewicht durch die Ellbogen getragen wird und somit dann die Schultermuskulatur, Nackenmuskulatur ganz aktiv ist. Und sein Kopfstandhocker macht dann den Kopfstand auch Menschen zugänglich oder zugänglicher, müsste ich sagen, die eine noch nicht so stark ausgeprägte Muskulatur in diesen Bereichen besitzen, die noch nicht so viel Koordination, Muskelkoordination in diesem Bereich besitzen. Und jetzt kommt aber trotzdem die ein oder andere kleine Einschränkung. Habe ich mir hier notiert. Dann habe ich mir aufgeschrieben, natürlich muss die Nackenmuskulatur auch mit Kopfstandhocker arbeiten. Ja, das ist ganz klar, wir führen ja trotzdem Bewegungen aus, auch wenn der Kopf frei hängt. Das bedeutet, rein mechanisch gesehen wird die Halswirbelsäule entlastet. Überhaupt keine Frage. Aber wenn die Muskulatur im Bereich der Schultern und im Bereich der Halswirbelsäule und im Bereich des Nackens sehr, sehr, sehr schwach ist, dann kann auch die Aktivität, die hier erforderlich ist, die muskuläre Aktivität, selbst mit Kopfstandhocker ausreichen, um diese Bereiche, diese Muskeln zu überlasten und dann Schmerzen auszulösen. Das ist mal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass bei diesen Menschen, die eine noch oder einfach eine so schwach ausgeprägte Muskulatur besitzen, diese oft auch sehr, sehr verspannt ist. Aufgrund der Schwäche, ja, und aufgrund dann oft einfach ungünstiger Haltungsangewohnheiten oder Bewegungsangewohnheiten. Und in solch einem Fall reagiert die Muskulatur im Nacken und im Hals sehr empfindlich auf Druck. Ja, das ist oft der Fall. Und wenn ich dann in den Kopfstand gehe mit einem Kopfstandhocker, dann lastet natürlich fast mein gesamtes Körpergewicht hier auf dem Bereich des Nackens und der Schultern und komprimiert somit natürlich auch die hier befindlichen Muskeln, zum Beispiel den Trapeziusmuskel. Und das kann für so einen schwachen Muskel dann in dem Fall und vielleicht sogar auch sehr verspannten und druckempfindlichen Muskel viel zu viel sein und auch Schmerzen auslösen. Das sind so diese Einschränkungen.
Also es bedeutet, dass dieser Druck, der im Kopfstand hier auftritt, selbst durch das Polster des Kopfstands noch zu hoch ist für manche Menschen und dass auch die Muskelaktivität, die selbst weniger ist durch den Kopfstandhocker, auch noch für manche Menschen zu viel ist und überfordert. Das heißt, das Fazit, was ich mir aufgeschrieben habe, ist: für die Halswirbelsäule und die dort befindlichen Bandscheiben ist der Kopfstandhocker aus meiner Sicht absolut unbedenklich. Wenn der Kopfstand, wenn man einen Bandscheibenvorfall hatte, der ist nicht mehr akut, hat sich zurückgebildet, dann oder ist ausgetrocknet, ja, und der Kopfstand mit dem Kopfsteinhocker macht keine Probleme und es liegen auch keine anderen Kontraindikationen vor, von denen ich jetzt gerade nichts weiß, da sollte man seinen Arzt fragen, dann steht der Verwendung von so einem Hocker überhaupt nichts im Weg. Für Menschen allerdings mit einer sehr, sehr schwach ausgeprägten, sehr empfindlichen, sehr verspannten, sehr druckempfindlichen Muskulatur kann das Ganze dennoch einfach zu viel sein und Schmerz auslösen. Da empfehle ich dann, mit Selbstmassagen zu arbeiten, zu beginnen, um Schmerzen zu lindern, um Triggerpunkte zu deaktivieren, um die Durchblutung zu fördern und mit sanften Kräftigungsübungen zu beginnen, um die Muskulatur im Bereich des Halses und im Bereich der Schulter und im Bereich des Nackens ganz sanft aufzubauen, um sich dann Schritt für Schritt lang und mittel, kurz- und mittelfristig, würde ich sagen, ja, vorzubereiten auf den Kopfstand mit einem Kopfstandhocker. Da würde ich euch dann einfach meinen Online-Kurs ans Herz legen für den Bereich Hals und Nacken. Dort erkläre ich ganz detailliert, habe ich da viele Massageanleitungen veröffentlicht in diesem Kurs, wie man die Muskeln des Nackens massieren kann, um hier Schmerzen und Empfindungsstörungen und sonstiges einfach zu lindern. Und ich werde auch in naher Zukunft in diesen Online-Kurs, so wie in die meisten meiner anderen, eigentlich alle anderen Online-Kurse von mir noch, ganz sanfte Dehn- und Kräftigungsprogramme einbauen, die das Ganze dann komplementieren, also die komplementär zur Selbstmassage sind. Den Link dazu zu diesen Kursen, den findest du natürlich unter dem Video, sowie auch den Link zu meinem kostenlosen Einführungskurs Grundlagen der Selbstbehandlung. Ein Kurs, in dem du mich und meine Arbeit besser kennenlernen kannst. Da beantworte ich ganz viele Fragen rund um das Thema Selbstbehandlung, die mir sehr häufig gestellt werden. Wunderbar, dann bedanke ich mich für deine Zeit, fürs Ansehen des Videos und ich hoffe, dass ich hier ein bisschen Licht ins Dunkel bringen konnte. Hab noch einen ganz schönen Tag. Tschüss.